Die Pushing Limits Show bei der Challenge Kaiserwinkel-Weichsee wird euch präsentiert von Erdinger Alkoholfrei, Castelli, Garmin, Hep, There Is No Planet B und On, Run On Clouds. Wir haben ja gelernt, dass man hier sich nach wie vor mit dem schönen Wort Heil begrüßt in der Region. Wir haben es nicht provoziert in der ganzen Zeit, aber Nick, schön, dass wir da sind. Mir ist es neu, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein, das wurde uns in St. Pölten mitgeteilt. Und ja, wir begrüßen euch mit ein paar schönen Drohnenbildern hier und steigen dann auch gleich mit was Neuem ein. Und zwar gibt es Pre-Race-Interviews. So ist es. Mit den ganz schönen Eindrücken hiervon hören wir erstmal, was die Athleten vor dem Start zu sagen haben und sind schon ganz gespannt. Schauen, wen wir da fürs Mikro gekriegt haben. Anne, 30 Minuten vorm Start. Wie sieht's da in einem Profi wie dir aus? Ach, nervös. Ich glaube, da ist kein Unterschied zwischen einem Altersklassenathleten und Profiathleten. Man ist halt einfach nervös und das ist auch gut so, weil es ist was Besonderes, Wettkampf. Und ich glaube, wenn diese Aufregung nochmal da ist, ist irgendwas falsch. Von daher, ja, ist es eine Sache, wie man es bewertet. Und ich hoffe, dass es ein gutes Zeichen ist. Und ja, ist wie immer. Man gewöhnt sich einfach nie dran. Gibt es Anhaltspunkte aus der Erfahrung in den letzten Jahren, wo du weißt, das wird heute ein guter Tag? Also, dass du irgendwie besonders was spürst? Nee, also manchmal fühlt man sich total bescheuert beim Einlaufen, da denkt man schon, oh Gott, ich kann keinen schnellen Schritt machen und dann wird es ein gutes Rennen. Manchmal fliegt man beim Einfliegen, dann wird es ein Scheißrennen. Also das ist mir eigentlich noch nie passiert. Nee, also ich glaube, man darf da einfach gerade die Nerven da, die verfälschte das Körpergefühl so extrem. Wenn dann der Startschuss fällt, dann fällt alles ab und dann funktioniert man irgendwie. Und da hofft man einfach drauf, dass es so ist wie immer, dass man dann Startschuss fällt und man ist wie so eine Maschine, die halt abarbeitet. Und darauf hoffe ich. Und ich meine, ich habe gemacht, was ich tun konnte und alles andere liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Ich kann nur noch das Gaspedal durchdrücken und fürs Beste hoffen. Viel Spaß dabei, wir wollen dich gar nicht länger aufhalten und dann sehen wir uns im Rennen. Hau rein. Freddy Funk, wir haben uns gerade schon mal gesehen, da war die Nervosität ganz groß. Wie zeichnet sich Nervosität bei dir ab? Ja, ich denke so wie bei jedem, so einfach so ein bisschen Bauch krummeln oder wie man sagt und kriegt kaum was beim Frühstück runter, muss deutlich öfter aufs Klo vielleicht. Und ja, aber natürlich ist es auch gemischt mit Vorfreude. Ist das ein gutes Zeichen? Du hast auch gesagt, dass es hier vielleicht nochmal ein bisschen größer ist als bei anderen Rennen. Ja, ich glaube schon, dass es ein gutes Zeichen ist. Es gibt ja dann auch nochmal so einen extra Adrenalinkick fürs Rennen. Und ja, hier ist es schon nochmal ein bisschen größer, weil es irgendwie so ein Heimrennen ist, weil es mir relativ viel bedeutet, weil ich mir selber sehr viel Druck mache natürlich auch. Aber ja, hab Bock. Adrenalin und Druck, das sind zwei Lieblingsworte am Renntag von uns. Hau rein und dann geht's auch gleich schon los. 20 Minuten sind es noch. Hau rein. Ja, vielen Dank, bis später. Ruben, knappe Viertelstunde noch, dann ist hier Payday. Du hast einiges vor, wie ist es? Ja, also viele Fragezeichen natürlich. Das Training, wie gesagt, auch im Interview schon gesagt, lief sehr gut. Jetzt liegt es nur noch daran, dass ich das mal umsetze und ja, ich möchte jetzt mal ein paar Ausrufezeichen mal wieder setzen nach den ganzen Fragezeichen und ja, hoffe, das wird ein geiler Wettkampf. Hast du an so einem Rennen morgen noch Gedanken im Kopf oder ist jetzt dann irgendwie so Maschinenmodus? Nee, eigentlich Maschinenmodus und dann, ich höre noch Musik, stimme ich aufs Rennen ein und ja, dann wird gerockt. Wir haben auch die anderen Jungs schon gesehen, hier sieht jeder super fit aus, wir freuen uns auf das Rennen, das wird ein Spektakel, hau rein. Ja, vielen Dank, danke. Svenja, wir hatten vor dem Rennen gar nicht die Ehre und die Zeit zu quatschen, hier warst du Dritte beim letzten Mal, wie vielte wirst du denn heute? Ja, nach anderthalb Jahren ohne Rennen weiß ich gar nicht, wo ich stehe. Es sind viele Fragezeichen. Ja, man kann aber auch viele Ausrufezeichen setzen, denke ich. Ist die Nervosität an so einem Morgen dann besonders groß, so 10 Minuten vorm Start? Ja, ich habe die Wechsel alle nochmal geübt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es überhaupt noch kann. Aber ich bin jetzt top vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich noch anders hätte machen können. Von daher fühle ich mich gut, ja. Worauf freust du dich heute am allermeisten? Ich habe neue Schuhe. Mal gucken, wie die laufen. Das könnte ja wie so eine versteckte Kampfansage sein. Wir werden beim Laufen ganz genau hingucken und freuen uns auf das Rennen. Mach dich noch ein bisschen warm und dann sehen wir bei uns auf dem Rennkurs. Hau rein. Ich danke euch. Danke euch. Bart, just minutes before the start. How fit are you today? I think I'm okay. I did an Ironman 5 weeks ago and it's my first race after an Ironman, so you never know, but I really like the course, the bike course. I think it's amazing. I've never raced here, so the last years of my career I just want to do all the nice races, and I'm very happy to see this course, and yeah, we'll see what's happening, but I'm looking forward to it. So it's the European Championships. What is your goal for the day?
I think if it's a championship, you always try to go for the win. I mean, the title is always something special. I've been on the podium before, but I never won, so let's try to go for that today. We are looking forward to it. You have to go to the water now, so all the best for the day. Thank you. See you later, guys. Bye. Und mit den Eindrücken von vor dem Start haben wir noch ein paar Informationen. Das wurde sich nämlich auch gewünscht, dass man noch ein bisschen was erfährt zu den Sachen, wo wir hier eigentlich stecken. Und zwar sind wir bei der Challenge Kaiserwinkel-Weichsee in Tirol, im Kaiserwinkel unterhalb des zahmen Kaisers. Und Weichsee ist eine Ortschaft mit sage und schreibe 805 Einwohner, nur ich wollte schon übertreiben. Zum ersten Mal wurde das Ganze hier ausgetragen 2010 und 2016 hat hier schon mal eine Europameisterschaft stattgefunden. Damals Giulio Molinari, der Sieger, der auch heute wieder am Start war, und Julia Gaia, man kennt sie noch, mittlerweile nicht mehr aktiv. Auf dem Plan stehen 1,9 Kilometer Schwimmen im Weichsee, 82 Kilometer Radfahren mit 1000 Höhenmetern durch den Kaiserwinkel und am Ende noch 21 Kilometer Laufen über 4 Runden rund um den Weichsee mit knapp 160 Höhenmetern. Und, ich meine, wir können hier viel erzählen, aber wir haben einen dabei, Nick, der kann live berichten, was da zu den Strecken heute noch so passiert ist. Ja, wir haben mal wieder einen eingeladen, der da auch im Starterfeld ist. Und wahrscheinlich denken sich jetzt alle schon, wer? Sag mal was. Ich gebe mal ein Stichwort. Der Praktikant ist dabei. Ah, ich wollte eigentlich, dass Fred was sagt. Ach so, ich dachte, du hast mich gerade, weil du mich so angeguckt hast. Ja, das muss ich mich so rumdrehen, das stimmt. Naja. Ich habe es verkackt. Wir sehen hier den Einlauf der Profis und Fred ist noch nicht dabei, sondern du standest ziemlich weit hinten. Hast du zu spät gemeldet oder woran lag's? Ja, ein herzliches Hallöchen erstmal von meiner Seite. ja, es geht ja, glaube ich, bei der ETU dann nochmal nach so einem extra ETU Long Distance Ranking, in dem ich noch gar nicht vertreten war, weil ich auch noch nie eine ETU Mitteldistanz gemacht habe. Deshalb. Da sieht man dich übrigens. Ja, genau. Hatte ich die Startnummer 21. Das ist eh ein bisschen speziell hier gewesen, ne? Hier an den Start zu kommen. Ihr macht euch da alle auf den Weg ins Wasser. Da wurde ganz fleißig gesagt, dass ihr bitte hinter den Surfbrettern bleiben sollt. Diesmal haben sie sich auch wirklich dran gehalten. Also großes Lob auch an die Profimänner. Letztes Mal haben es dann die Frauen hinbekommen. Die Linie ist nicht um 400 Meter nach vorne verschoben worden. Und mit dem Blick, wie ihr ins Wasser geht und an die Startlinie, und da sehen wir ja dann auch euren Start von oben tatsächlich. Erklär doch mal ganz kurz ein bisschen was zu den Besonderheiten rund um das Rennen. Das war ja jetzt auch nicht so, ja, ich melde mich einfach mal an. Du hast es schon gesagt, da gehört ein bisschen was dazu. Erklär doch mal, was du alles vorher oder ihr Profis vorher in die Wege leiten musstet, um hier an den Start zu kommen. Genau, man musste bei der DTU als allererstes mal so eine Nominierungsanfrage stellen. Die DTU hat dann einen gemeldet oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das bei irgendjemandem der Fall war. Irgendein Profi der Fall war, der dann wirklich nicht gemeldet wurde, aber... Genau, und danach musste man sich eben noch selber um einen regelkonformen Triathlon-Anzug kümmern mit World Triathlon-Logo, Namen und Nationskürzel vorne und hinten. Also alles ein bisschen aufwendiger als sonst. Gucken wir kurz aufs Rennen. Man sieht, rechts geht eine Gruppe, links geht eine Gruppe. Wir springen auch gleich sicherlich nochmal kurz zum Start der Frauen. Aber wo im Feld warst du jetzt? Weil die Schwimmrunde war halt auch irgendwie so, man hätte sie taktisch klug angehen können. Genau, ich bin da jetzt in diesem rechten Pulk drin. Also ich habe mich rechts hingestellt, weil ich gesehen habe, links stehen die meisten. Aber rechts hatte man eigentlich den, wenn man gerade zur zweiten Boje, das war die Wendeboje, schwimmt, hatte man eigentlich auch einen direkten Weg, der nicht länger war. Allerdings haben dann viele gemeint, sie müssen zur ersten roten Boje, was eigentlich nur so eine Richtungsboje war, schon nach links rüberziehen. Deswegen muss ich da über so ein paar Athleten drüber schwimmen, hat da ein bisschen den Anschluss verpasst, aber konnte mich dann relativ schnell gut freischwimmen auf der rechten Seite. Und noch kurz zwei Worte, wenn ihr die Bilder gesehen habt, ein schöneres Schwimmen gab es glaube ich nicht, wo wir jetzt hier direkt zu den Frauen rübergehen. Nicola Spirik, die Grande Dame des Triathlons, würde ich mal sagen. Seid gespannt, was die hier heute wieder abfackelt. Sie hat in der Pressekonferenz und bei uns im Interview wieder großartig tief gestapelt, aber das kennen wir ja schon. Bocchi hat ja schon versucht, auf den Trick nicht nochmal reinzufallen, aber fallen wir nicht drauf rein. Ob das funktioniert hat hier heute schon, wir werden sehen. Anna Haug war mit dabei und Sarah Perez-Salah und du hast es angesprochen mit diesem taktischen Schwimmen. Das werden wir gleich bei den Frauen dann auch nochmal sehen. Ich habe dann auch schon zu Nick gesagt, als wir uns das Schwimmen da angeguckt haben, ich verstehe es nicht. Ne? Die eine Boje in der Verlängerung in der Gerade, das wäre viel einfacher gewesen, gerade raus zu schwimmen, also auf der rechten Seite, wie du es beschrieben hast.
Aber bei den Frauen, das werden wir gleich sehen, geht nur ein Zug auf der linken Seite und zwei Athletinnen, müssen wir gleich mal ganz genau hinschauen, wenn die Bilder dann kommen, haben sich auf der rechten Seite positioniert. Das sind die beiden Athletinnen im Badeanzug, die ohne Swimsuit am Start waren. Die Sarah, eine sieht man jetzt schon, Perez genau. Sala, wo wir alle wissen, seit Daytona, was sie für eine gute Schwimmerin ist. Hier Anne Reischmann und Anne Haug, die zusammen ins Wasser gehen. Und ja, da hast du recht, ich habe mich auch verwundert. Also die einzigen beiden ohne Speedsuit stehen aber ganz rechts und haben anscheinend da ein bisschen mehr Ahnung, wie man Open Water swimmt. Ist so, und die stehen so weit rechts, dass das auf der Aufnahme jetzt gerade noch nicht mal drauf ist. Das kommt gleich erst in der Perspektive dann von oben drauf. Da im Bild links, das sind Sara Perez-Sala aus Spanien und Nicolas Bierig. Die haben es nämlich genauso clever gemacht, wie du es beschrieben hast. Einfach mal sich Gedanken dazu gemacht, wie gehe ich das taktisch an. Und ich meine, wenn ich am Start bin als Profi, ich gehe doch dahin, wo die stärksten Schwimmer sind, oder wie positioniere ich mich in so einem Fall? Man muss erstmal sagen, es war schon ein bisschen verwirrend mit der roten Boje, weil wenn man da, quasi... Da sieht man es übrigens, links ist die rote und rechts am oberen Bildrand da am See ist die weiße Boje, die sozusagen die Wände einhaltet. Ne? Wenn man quasi die weiße Boje als Verlängerung zur roten Boje sieht, war das auf jeden Fall der kürzere Weg, aber die rote Boje musste ja nicht angeschwommen werden in irgendeiner Weise. Man hätte theoretisch, da war so eine kleine Insel, hätte man theoretisch rechts vorbeischwimmen können. Und deswegen ging es eigentlich nur darum, den kürzesten Weg zur weißen Boje zu finden. Und da war rechts schon besser. Nick, in den Rennen, wo du immer so gestartet bist, hast du dir Gedanken gemacht, wo du dich am Start positionierst, oder bist du einfach reingesprungen und los? Nee, immer. Also ich schaue immer, wo ist vom Start der kürzeste Weg, gerade auf die Boje, und ich schaue dann sogar noch, wo ist vielleicht genau dahinter noch eine große Landmarke, also irgendein Baum, Berg, was auch immer, wo ich mich dran orientieren kann. Weil hier sah es für mich jetzt aus, als wenn ganz viele Athleten einfach die rote Boje als Orientierung genutzt haben, weil die siehst du natürlich viel besser als die weiße. Aber dann bist du natürlich so ein bisschen nach links abgedriftet, anstatt gerade drauf zuzuschwimmen. Definitiv. Und während ihr über die Schwimmtaktik redet, staune ich hier über die Bilder. Ich meine, guckt euch die Kulisse an. Challenge Kaiserwinkel Weichsee, der Zungenbrecher schlechthin, ist einfach brutal. Und da sehen wir auch das Männerrennen. Da haben sich zwei vorne abgesetzt und es gibt eine kleine Lücke. Und vorne, Christoph de Keyser aus Belgien macht das Tempo, und Führungsgruppe Nummer 2, Frederik Funk. Genau, der ganz vorne hier den Anschluss sucht an die zwei Spitzenschwimmer. Was ist da passiert? Da habe ich, wie schon vorhin beschrieben, als ich da rechts dann so über ein paar Athleten drüber schwimmen musste, um auf die ganz rechte Seite zu kommen, um da nicht abzudriften. Da ist er. Hatte ich da dann eben den Anschluss leider verpasst an die zwei Athleten und konnte das Loch leider nicht mehr schließen. Aber trotzdem die ganze Schwimmstrecke dann relativ reingedrückt. Hat mich zwar geärgert, dass ich da jetzt vorschwimmen muss, weil ich eigentlich eher einer bin, der da beim Schwimmen gerne lutscht, wenn man es so sagen kann. Aber es scheint ganz gut zu sein, wenn du nicht lutscht, weil Christoph de Keyser war in St. Pölten noch sehr viel weiter vor dir aus dem Wasser als jetzt. Vielleicht solltest du einfach öfter mal beim Schwimmen aufs Gas drücken und halt die Gruppe anführen. Was mir noch aufgefallen ist, es war irgendwie ein anderes Bild als sonst. Also wir hatten das bei den anderen Rennen, wo wir ja waren, dass da irgendwie Spitzengruppen von 15, 20, 25 Leuten aus dem Wasser gekommen sind, und hier waren es halt die zwei vorne, dann kamen 6 Athleten und dann kam irgendwie erstmal wieder einer, und das hat sich alles auseinandergezogen. Liegt sowas auch daran, dass heute ohne Neo geschwommen wurde? Ja, das wäre eigentlich die ganz einfache Erklärung. Ich glaube schon, dass dieses Feld mehr auseinanderzieht, wenn da ohne Neo geschwommen wird. Also ich mag es auch lieber. Die habe ich mir wieder reingesneakt. Ich bin dann auch bei dir stehen geblieben, weil ich dachte mir, okay, einen schnellen Wechsel sehe ich dann auf jeden Fall von dir. Das ging aber wieder rucki zucki, ne? Da sitzt dann jeder Handgriff. Jetzt, und das hat mich beim Schleimen erstaunt. Multitasking, erstmal das Rad in der Hand, Visier geht vorne dran, und das Erste, was jetzt mir aufgefallen ist, du bist in Race Shape, also Race Ready, und läufst los. Das Erste, was du machst, wenn du in die Kurve gehst, schaust erstmal, wer ist noch da. Also du bist dann schon nicht so All-Out-Schwimmen, sondern orientierst dich schon, okay, Schwimmen war gut, wer ist noch da in der Gruppe, muss ich direkt draufdrücken, oder was ist da die Überlegung oder die Taktik? Ja, eigentlich schaue ich wirklich nur, wie viele da eigentlich sind, nicht wirklich wer. Und habe dann gesehen, ja, es sind schon so ein paar, also gleich von Anfang an draufdrücken. Hier ganz vorne, der vor dir aus der Wechselzone läuft, Fred, zu dem hat Niklas Bock immer noch was zu erzählen. Das ist der Formel-Nico. Das ist der Formel-Nico aus Freiburg, ja, und einer unserer ganz großen Favoriten, den wir irgendwie immer freuen, wenn wir uns sehen. Gucken wir ganz kurz aufs Leaderboard. Christoph de Keyser aus Belgien ist als Erster aus dem Wasser gekrabbelt nach 24 Minuten, 27 Sekunden. Gregory Barnaby, ich glaube, das ist ein Athlet aus Großbritannien. Italien. Italien, das ist Italiener, ja. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name für einen Italiener. Nach 24 Minuten 30. Dann Nico Mann, der Zahlen, Nico aus Freiburg. Frederik Funk auf 4, Luca Herd auf 5, Giulio Molinari, der Italiener, auf 6.
Soltan Petzuk auf 7, Martin Bader aus Österreich auf 8, Malte Plappert aus Deutschland vom Help Sports Team auf 9 und Nikolai Jaroschenko auf Platz 10. Und alles unter einer Minute, aber doch auch irgendwie auseinandergezogen. Und Top 10 schwimmt der grüne Teufel mal wieder nicht dabei. Er ist nicht dabei, aber ob wir ihn wohl heute noch sehen, ich glaube schon, nämlich jeden Moment ist es soweit. Ja, warten wir mal ab. Ich glaube, es dauert vielleicht noch ein bisschen. Wir schauen uns aber erstmal die Frauen an. Und zwar hier immer noch das gleiche Bild. Sarah Perez-Sala vor Nicola Spierig, die auch im Zielinterview gesagt hat, sie muss sich bei ihr bedanken, weil sie eigentlich gar nicht hochgucken musste und sich orientieren musste, sondern nur auf die Füße geschaut hat und hinterher geschwommen ist. Und dahinter dann aufgereiht alle anderen Profifrauen. Aber die zwei waren erstmal weg. Ja, fast aufgereiht, alle anderen Profifrauen. Da vorne ist noch ein Age-Grouper vor den beiden dann erstmal aus dem Wasser gekommen. Also kein Age-Grouper, Entschuldigung, ein Profi, der aufgeschwommen wurde. Genau. Sarah Perez-Sala kommt da als erstes raus, dann direkt dahinter Nicola Spierig. Und man sieht hier schon unterm Zielbogen Bocky, der jetzt losläuft. Wir sehen es auch nochmal jetzt in der Bocky-Cam-Perspektive. Ja, führ uns nochmal durch die Wechselzone hier der Frauen. Ja, das ist tatsächlich so, dass die beiden jetzt auch erstmal da komplett vorbeistürmen an dem eingeholten Profi. Und auch da ist es halt so, gelernt. Ne? Da sitzt jeder Handgriff. Das ist auch nicht so, dass man da am Fahrrad in einer bumsvollen Wechselzone vorbeiläuft. Also bisher war das ja bei den Rennen, wo wir waren, auch eher klein und überschaubar. Das war hier eine sehr kleine, enge Wechselzone mit mehreren Gängen und die Fahrräder hängen eng beieinander. Und ich meine, was soll man da großartig dazu sagen, wie eine Nicola Spierig wechselt? Ne? Ich weiß nicht, wie viele Wechsel die in ihrem Leben gemacht hat. Viele. Ach, ich glaube, alle. Alle. Ich glaube, wenn Nick, um es in Nicks Worten zu sagen, ich glaube, 8000 müssen es gewesen sein. Wahrscheinlich sind es genau 8000 gewesen. Heute der 8001. Definitiv so muss es sein. Ja, aber das ist so routiniert, da sitzt jeder Handgriff, zack, Radschnappen, raus. Also auch da natürlich wieder Zeit gespart. Die beiden mussten keinen Swimskin ausziehen. Das sehen wir gleich noch bei den anderen Athleten. Und du hast es gerade gesagt, dass dahinter die Profifrauen kamen. Eine kam ganz alleine auf Platz 3 aus dem Wasser und das war Anne Haug, die da rausgeklettert ist. Ich glaube, so richtig zufrieden war sie mit dem Schwimmen jetzt nicht. Die hätte sich wahrscheinlich auch irgendwie mehr von dem Swimskin Express versprochen, aber da war sie leider nicht dabei und da haben wir bei Anna auch nochmal hingeguckt, wie die sich aus ihrem Suit da rausgepellt hat. Ne? Das Ding muss so knalleeng gewesen sein, weil wenn wir gleich am Wechselplatz ankommen, sieht man das. Das ist ein richtiger Kraftakt, da rauszukommen bei ihr. Und zack, da redet ihr mit Gesicht verziehen. Aber auch da sitzt das natürlich alles. Da sitzt auch jeder Handgriff. Aber klar, ist da die Frage, was bringt jetzt so ein Swimskin? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also ich habe es jetzt für mich noch nicht irgendwie getestet. Hast du es mal getestet? Ja, habe ich mal getestet. Kommt auch ein bisschen auf den Triathlon-Anzug drauf an. Bei manchen bringt es tatsächlich sehr wenig bis gar nichts. Aber bei manchen Triathlon-Anzügen eben durch die Taschen, Anzüge haben, bringt es dann schon wirklich teilweise bis zu 5 Sekunden pro 100 Meter. Übrigens, weil Anne noch an ihrem Helm rumspielt, haben wir auch erst kurz vorm Rennen erfahren, dass das ein ganz neues Stück von Ecor ist, was gemeinsam mit dem Aero-Guru schlechthin entwickelt wurde, JP Ballard, den man ja irgendwie von DT Swiss und Swisside kennt. Waren wir auch überrascht, ne? Dass eine Marke wie Ecor da plötzlich Gas gibt in der Helmentwicklung. Aber ja, kleine Information am Rande sozusagen. Scheint ja schnell gewesen zu sein, das Ding. Also ich will ja nichts vorwegnehmen, aber schauen wir uns ja gleich nochmal an. Beim Leaderboard der Frauen sieht so aus, die Spanierin Sarah Perez-Sala vorne nach 26:10, da wäre sie auch bei den Männern richtig weit vorne mitgeschwommen, genauso wie Nicola Spierig auf Platz 2. Dann Anna Haug ganz alleine irgendwie auf weiter Flur, Laura Jansen aus Deutschland auf Platz 4, Marta Bernardi aus Italien auf Platz 5, die ist aber wirklich aus Italien, ne? Die ist wirklich aus Italien, da hast du recht, aber du eben hast ja auch Großbritannien gesagt, nur das war nicht so. Vollkommene Verwirrung. Georgia Priarone auf 6, Jana Uderstadt aus Deutschland auf 7, Gabriela Zelinka auf 8, Lena Berlinger auf 9 und Anne Reischmann auf dem Help Sports Team auf Platz 10 mit 4 Minuten 27 Rückstand und zu dem Zeitpunkt war noch nichts verloren. Und jetzt springen wir dann tatsächlich wieder ins Männerrennen, richtig Nick? Genau, direkt auf die Radstrecke und der im Bild ist jetzt, der hat direkt zum Angriff geblasen. War das deine Taktik, sofort jetzt drauf und irgendwie die Führung übernehmen und wie in St. Pölten hart am Gas bleiben und versuchen wegzufahren?
Ja klar, also in St. Pölten hat es ja funktioniert und wieso sollte ich dann die Taktik jetzt ändern? Gute Frage. Und ich wusste ja, dass der grüne Teufel hinten irgendwo lauert. Das heißt, ich brauche einfach so viel wie möglich Vorsprung und da gibt es einfach keine Zeit. Darf ich nirgendwo Zeit liegen lassen. Man sieht jetzt hier, machst noch schnell die Schuhe zu und dann geht es direkt in Aero-Position, Kopf runter. Vor dir ist noch Nico wieder gewesen, Nico Mann, der sich dann so ein bisschen nicht so leicht abschütteln lassen wollte, erstmal. Und ganz vorne war noch Christoph de Keyser aus Belgien, der mit, was war es, hast du noch im Kopf, Boggy, 20 Sekunden, 11 Sekunden? Irgendwie ein paar Sekunden. Zwischen 11 und 20 Sekunden Vorsprung aus dem Wasser gekommen ist und ja, das sehen wir jetzt gleich, das Ding fährst du relativ schnell zu, bis zur ersten Abbiegung. Hier hinten sehen wir noch Barnaby, den von Niklas Bock den aus Briten. Den Briten aus ja Italien. Gut. Ist ja gut. Und ja, ich habe immer schnell auf dem Tacho gefilmt. Das waren so knapp über 73, 74 km/h auf dem Bergabstück. Also das Ding, da ging es sofort richtig schnell zur Sache. Denkst du jetzt in dem Moment eigentlich irgendwas und sagst drücken, 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 drücken? Oder denkst du an die, die hinter dir sind? Oder denkst du daran, dass du noch nicht in Führung bist? Was geht jetzt in der Situation da in dir vor? Ja, bei der Passage war es wirklich drücken, 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 weil ich wusste, es geht so leicht bergab nach einem harten Schwimmen. Da hast du gerade Christoph de Keyser eingeholt. Ja, nach einem harten Schwimmen wollen sich alle irgendwie auch immer erstmal ausruhen und wenn man dann ohne mit 200 Watt schon 60 fahren kann, dann reicht es den meisten schon, aber dann will man halt auch mit lieber 350 Watt irgendwie 70 fahren, dann kann man gut Zeit machen. Hier kam der erste Berg, wo ich von Niklas gelernt habe, das war kein Berg, sondern der Racing, das ist nur eine Asphaltblase. Und hier Giulio Molinari attackiert direkt und da habe ich gedacht, uiuiui, der hat aber auch was Großes vor heute. War das bei dir ähnlicher Gedanke? Hast du damit gerechnet? Ich habe so ein bisschen versucht, in deine Augen zu schauen und habe so gedacht, so, du warst so ein bisschen erschrocken, als er dich überholt hat. Ja, tatsächlich. Also ich war überrascht, als er mich überholt hat. Vor allem, er hat auch wirklich nicht nur überholt, sondern auch direkt attackiert. Dann musste ich wirklich 450 Watt fahren bei diesen kleinen Asphaltblasen. Ja, das sind doch fiese Dinger. Nick nennt es Berge. Aber ja, und da sieht man halt auch irgendwie den eigentlichen Anspruch der Strecke, ne? Dass das so ein bisschen Achterbahnfahren ist. Super schmale Straße, du hast nicht so richtig viel Platz in den ausladenden Kurven. Man sieht den Belag der Straße, die Kamera wackelt nicht umsonst so. Also ich saß auf so einem 125er Roller und das Ding hat ganz schön gescheppert. Ich dachte, das liegt daran, dass du es nicht besser kannst. Oder ist das tatsächlich die Strecke? Beides. auf jeden Fall fahren wir jetzt hier hinterm Feld und ganz vorne sieht man schon, da hinten bremst so ein Roller, so eine ganz kleine Lücke. Da, das ist Fred und davor war noch Giulio Molinari. Das heißt, auf der Abfahrt oder über diese Asphaltblase habt ihr euch so eine kleine Lücke rausgefahren und nur einer hat es geschafft, wirklich mitzufahren. Frederik Funk und unser lieber Nico. Genau. Der war noch dran und dann dazwischen hing so ein bisschen der Brite aus Italien, Barnaby. Und dann kam die Gruppe um Luca Hert, Christoph de Keyser und den Herrn Bader aus Österreich. Und ich glaube, du hast auch noch was beobachtet, wie das dann da vorne an der Spitze weiterging mit Giulio und Fred. Ich glaube, darüber können wir gleich sprechen. Aber sprechen wir kurz über den jungen Mann hier aus Düsseldorf, Ruben Zipunke. Hast du vor dem auch ein bisschen Angst gehabt eigentlich? Also ich habe schon damit gerechnet, dass Ruben irgendwann von hinten kommen könnte auf der Radstrecke, aber ich würde jetzt nicht sagen Angst. Das war jetzt hier auf dem Bergabstück nach Kössen wieder runter und ich habe gleich mal kurz auf dem Tacho gefilmt. Ich habe leider nicht genau den Höchststand bekommen, aber der Höchststand war 95 km/h. In Aero-Position, ohne Supertag und alles, in, ne? In Aero-Position, ohne Supertag und ich weiß nicht, welche Ruhm hat er uns denn gesagt, welche Übersetzung er fährt. Auf jeden Fall ist er bei über 80. Ich finde es ganz schön, die Aufnahme, weil der Rollerfahrer gerade einhändig gefahren ist. Guck. Das ist ja geil. Ja, Safety first, ne? Mein Rollerfahrer, der hatte alles im Griff. Der war echt gut. Also der war richtig geil. Gut und Höchstgeschwindigkeit war 5 und jetzt war über 80 und der tritt schon wieder. Also der hatte Bock. Der hatte Bock. Man sieht es auch später noch, kann ich schon mal drauf achten, wenn wir das in der Szene dann nicht sagen. Wenn wir nachher irgendwo sehen, wenn Ruben um Kurven fährt, schaut mal bitte genau darauf hin, wie er das macht. Das ist jetzt wieder ein Sprung im Feld sozusagen und das ist, glaube ich, auch schon der Part, wo Fred eben nicht mehr dabei ist, weil du hast irgendwie einen Move gemacht, richtig?
Ja, ich wusste, das ist so die Drückerpassage quasi von der Strecke. Also wir haben schon den ersten technischen Part gesehen, das ist so das erste längere Drückerstück. Und da habe ich dann meine Aero-Position zum Vorteil nutzen können und habe auch nochmal so eine kleine Attacke gemacht. Nick, du hast auch beobachtet, wie die Attacke nachher gefruchtet hat, richtig? Ja, man sieht es ja jetzt hier schon. Molinari muss richtig ackern, um da hinten dran zu bleiben. Und das hat wirklich bis nach Weichsee reingedauert, dass du ihn weich gekocht hast. Und er ist immer so leicht zurückgefallen, ein Meterchen. Dann ist er wieder ein Stück rangefahren. Und irgendwann hat sie ihn dann zerrissen. Und in Weichsee drin, in dieser Rechtsabbiegung, wo wir jetzt waren, da sieht man, die Lücke geht auf. Und da bist du ihn dann losgeworden. Dann kommen hier nochmal die Verfolger. Und danach springen wir ins Frauenrennen, wenn Ruben hier durch ist. Und zwar habe ich da eine Beobachtung gemacht bei Nicola Spierig. Die zu der Zeit schon vorne war und genau. Auf und davon. Erzähl mal, was du da beobachtet hast. Wenn man mal sieht, die Flasche hinten, ich habe da rangezoomt, da geht so ein kleines, links hier zu sehen im Splitscreen, ein Schlauch raus, was hinten in die Sattelstütze geht. Und die hat sich anscheinend ein Trinksystem durch den Rahmen verlegt, was kommt gleich noch bei Umschnitt vorne am Lenker wieder rauskommt aus der Kappe, die auf dem, die unterm Vorbau sitzt. Und ja, das ist eine Meisterleistung. Ich habe es noch nie gesehen, Wahnsinn. So eine Konstruktion. Im Rennrad, ne? Irgendwie ein Trinksystem selber verlegt. Ja, wird sie wahrscheinlich auch in Tokio so fahren, kann ich mir vorstellen. Tatsächlich? Ja, ich meine, da ist heiß und kann man schön in Aero-Position bleiben und dann was trinken. Kann trinken, stimmt. Und ist natürlich aerodynamisch, da brauchst du nur eine Flasche vielleicht. Ich meine, sie wollte das Rennen nutzen, um zu testen. Das hat sie auch häufig genug gesagt, ne? Und dann irgendwie auch einen Reiz zu setzen, dass das irgendwie halt auf dem Weg zu Tokio ein wichtiges Rennen ist, um mental sich darauf vorzubereiten. Und vielleicht ist das dann ja auch irgendwie genau die Chance, dann ein bisschen was auszuprobieren. Ich meine, lange genug Zeit hat sie heute auf der Mitteldistanz gehabt, um für eine olympische Distanz dann auszuprobieren. Aber die Konstruktion ist halt absolut genial, ne? Also irgendwie sich da so Gedanken zu machen, mit so einer 1-Liter-Pulle, die auch noch riesig ist hinterm Sattel, auf dem Rennrad, ohne Aerosuit. Ich meine, Nicola Spierig widerlegt einfach alle Gesetze, die man aktuell überall sieht und liest und hört. Ich finde das genial. Wir haben ja letztens mit Till so ein bisschen während wir hier Sara Perez Salah sehen, die zweite Frau, so ein bisschen übers Phoenix-Projekt gelästert. Wahrscheinlich, wenn du Nicola mit dem Aero-Helm auf dem Aero-Rad setzt, dann macht die wirklich eine Sub 8. Das ist so Selbstschutzmaßnahme, dass sie das nicht macht. Vielleicht macht ihr auch dieses Projekt auf dem Rennrad. Ja, Sara Perez Salah, ich glaube, wir haben auch bei dem Rennen von Gran Canaria, wo wir waren, wo sie auch gestartet ist, schon schwer gestaunt über ihre Aero-Position. Also, das war schon in Daytona. Das, wo wir das Rennen zu Hause geguckt haben und dann, ich meine, jetzt kommt gleich diese Studienaufnahme von der Seite, wie sie auf dem Rad hängt, mit dem Lenker so runter, das ist halt irgendwie eine der schönsten Aero-Positionen, die es irgendwie so gibt. Ne? Das ist echt, wie es im Lehrbuch steht. Ist aber auch bei dir so, tiefer vorne ist besser. So bist du ja früher aufgefahren. Es ist halt irgendwie oldschool, ne? Je höher die Überhöhung, desto besser. Und da haben wir irgendwie auch dann direkt den Splitscreen. Nicola Spierig war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon auf und davon. Die hat da einfach irgendwie keine Rücksicht auf Verluste genommen. Und Sara Perez Salah zu dem Zeitpunkt auch noch auf Platz 2 auch relativ alleine unterwegs. Wenn man aber mal schaut, Nicola, wenn du überlegst, die sitzt auf dem Rennrad, das ist auch schon eine richtig gute Aero-Position. Oder was sagt da der Aero-Experte hier in der Runde? Ja, fürs Rennrad auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich würde auch nicht sagen, dass das Rennrad so ein großer Nachteil war auf der Strecke. Wie viel fährt man hier tatsächlich Aero-Position auf dem Ding, habe ich mich gefragt, in Prozent jetzt? Wenn wir hier Anne auf Platz 3 dann quasi nach der ersten Schleife von Runde 1 sehen. Kommt auch so ein bisschen drauf an, ob man Ruben Zipund geheißt oder der fährt wahrscheinlich auch die Serpentine in der Aero-Position. Aber nee, vielleicht grob geschätzt so 50-50. Tatsächlich ist ja relativ wenig, ne, ja, für den Mitteldistanz. Ja. Wir bleiben weiter drauf hier bei Anne, die auf Platz 3 weiterhin ist und immer mehr Zeit gut gemacht hat auf Sara Perez Salah. Aber auch nicht so, dass es richtig schnell nach vorne gab, sondern wirklich so scheibchenweise. Und eine, Nicola Spierig, war zu dem Zeitpunkt immer 5-6 Minuten auf und davon und schien zum jetzigen Zeitpunkt, wir wissen ja um ihre Laufstärke schon, eigentlich uneinholbar. Das sah einem anscheinend nach so aus und wir springen jetzt gleich nochmal rüber zum Männerrennen, um uns da jemanden anzugucken, von dem du, glaube ich, heute nochmal der Fanstatus von dir, von ihm ist auf jeden Fall größer geworden. Ich glaube, jetzt gleich kommt der Cut zu Ruben Zipundke. Du hast heute gar nicht mehr aufgehört, darüber zu staunen, wie der Rad fahren kann. Ja, einmal wie der Rad fährt und ich bin dann auch bei ihm geblieben, weil ich wusste, der fährt so schnell, der fährt auf jeden Fall die Leute alle auf. Hier jetzt
wieder unseren italienischen Briten, damit höre ich jetzt nicht mehr auf, Bocchi, Barnaby und Luca Hert. Da rauscht er einfach mal so vorbei und die Jungs haben nicht mal eine Anstalt gemacht, da irgendwie oder einen Versuch unternommen, da irgendwie mitzufahren. Und dann sehen wir auch schon so die erste Kurve und das war auch die erste Kurve, wo mein Moped-Fahrer dann so hui, 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 hui. Da hat er dann auch zwei Hände am Lenker gehabt. Zwei Hände am Lenker gehabt. Also ja, das ist ja, ich fand das einfach schön anzusehen und bin dann auch eine Zeit einfach bei Ruben geblieben, weil ich dachte, das ist gut fürs Video. Da sehen wir jetzt so eine Kurve, die du angesprochen hast. Ich meine, das ist echt auf der Grasnarbe da rumgezogen, ne? Also, das ist schon echt schwer. Der ist noch in der Kurve und tritt schon an. Hast du eigentlich beim Rennen gehofft, dass der auch irgendwann von hinten kommt, dass ihr irgendwie so eine Allianz bilden könnt? Ich würde jetzt nicht sagen, ich hab's gehofft. Ich hab's erwartet. Wir werden sehen, ob er noch aufschießen kann, will ich ja jetzt auch nicht spoilern. Alter Profi. Hier wird Nico überholt. Der versucht. Der Junge, ne? Der versucht einfach alles heute. Der hat es bei Fred versucht, der hat es bei Ruben versucht. Also der ist. Hat auch so ein bisschen. Ich bin auch so ein bisschen Nico-Fan, bin ich jetzt schon. Der hat wirklich nicht aufgegeben. Immer wenn einer kam, hat er versucht, dran zu bleiben. Er hat schon nach dem Rennen zu mir gesagt, in St. Pölten habe ich ihn schon nach der Wechselzone gedroppt und jetzt dieses Mal erst nach 15 Kilometern. Also er schafft es immer weiter. Stück für Stück wird er besser und da ist der Blick auf die Verfolger bei den Männern mit Ruben, der da wirklich rumzirkelt und das ist, glaube ich, auch der Vergleich in der gleichen Kurve. Ruben links, Anne rechts. Ruben sitzt da drauf wie irgendwie Easy Rider, Knie raus, ne, das Rad, das küsst. Wie so Valentino Rossi. Und das ist auch dann irgendwie, glaube ich, die technisch anspruchsvollste Passage mit diesen echt Haarnadel-Serpentinen-Kurven. Genau. Und ja, die Bilder, die kann man eigentlich fast für sich sprechen lassen. Ne? Also ich muss sagen, mein Rollerfahrer hatte auch Bock und ich hatte in den Kurven, wir haben auch wieder mit der Fußraste aufgesetzt in der dritten Kurve, aber ja, Ruben fährt halt einfach weg. Die Aufnahme ist spektakulär. Aus der Kurve, zack, rübergelegt, einfach nur das Rad umgelegt. Ne? Das musst du halt einfach können. Ja, das musst du einfach können. Und jetzt sind wir im Anstieg wieder hoch und da springen wir dann gleich nochmal an die Spitze. Dazwischen liegen jetzt nur noch Giulio Molinari und Fred Funk. Also Ruben aktuell jetzt schon auf Platz 3 vorgefahren. Und ich meine, bei Ruben sieht das alles ziemlich ruhig und kontrolliert aus. Ne? Der liegt ja auf seinem Aero-Bar und droppt einfach die Watts. Und dann sehen wir hier einen, Giulio Molinari. Ist richtig am Ackern. Der arbeitet. Der sitzt so auf dem Rad wie früher Olaf Sabatschus. Ja, der tritt so eher nach hinten unten. Ja. Sieht eher untypisch aus, aber er gibt auf jeden Fall alles. Hatte aber keine Chance dran zu bleiben, Fred, bei dir. Wie viel Watt standen da bei dir auf dem Tacho? Jetzt, das war jetzt der längere oder sagen wir der längste Anstieg von der Strecke. Das sind, glaube ich, 6 Minuten, wo es bei Wiesberg aufgeht. Da bin ich so 380 Watt gefahren. Da bin ich beim Streckencheck mehr gefahren. Weil Bocchi hat attackiert. War aber nur ein Strohfeuer und dann sind wir weniger Watt gefahren. Wenn man links abgebogen ist, kam dann auch da gleich die Verpflegungsstelle. War das für dich jetzt an der Zeitpunkt alles kontrolliert hier und wo du sagst, okay, das sind so genau die Zahlen, die ich mir zurechtgelegt habe hier im Training? Ich meine, keiner kennt die Strecke so gut wie du hier. War nicht ganz kontrolliert, weil meine Beine sich nicht ganz so gut angefühlt haben. Da kommt ein Move, da müssen wir mal eben hingucken. Ja. Da stand wohl eine Dusche an der Straße und der wollte halt nicht, dass seine Reifen nass werden, weil der hatte noch einiges vor, glaube ich, in den Abfahrten. So ist es. Ich wollte ja nicht ins Wort fallen, Fred, aber wir haben ja noch Zeit zu plaudern, wir haben ja Zeit heute. Klar, klar. Ja. Also die Beine waren nicht so gut und du wolltest eigentlich noch mehr Watt fahren. Eigentlich wollte ich mehr Watt fahren, aber dann hat vor dem Rennen auch schon zu mir gesagt, ich soll mich nicht auf die Watt versteifen und soll wirklich das Rennen dann eher nach Gefühl machen und das habe ich dann mir auch zu Herzen genommen im Rennen. Aber macht man so ein Rennen nach Gefühl, wenn du sagst ja auf der einen Seite, du wolltest mehr Watt fahren, stellst fest, okay, mehr Watt fahren geht nicht, dann wäre mein Gefühl erstmal ja schlecht. Genau, und genau das ist der Punkt, das sollte einen nicht verunsichern, weil klar, nicht jeder Tag geht gleich. Und gerade jetzt bei der Strecke macht es auch vielleicht nicht unbedingt viel Sinn, nach Watt zu fahren. Klar, auf einer flachen Drückerstrecke, 90 Kilometer, macht Sinn zu pacen, aber bei der Strecke muss man da auch wirklich, vor allem in der ersten Runde, wirklich eher nach Gefühl fahren. Das ist super interessant, das auch nochmal zu hören, weil wir haben, glaube ich, in keinem Interview vorher das so oft gehört von unterschiedlichen Leuten. Ja, manchmal fühle ich mich einen Tag vorher super und habe irgendwie Kackbein im Rennen und es geht gar nichts. Manchmal fühle ich mich morgens beim Einlaufen so schlecht und es ist einfach ein super guter Tag.
Und das ist ja auch, was du jetzt gesagt hast. Ja, die Beine haben sich heute eigentlich gar nicht so gut angefühlt, aber du fährst da in Führung liegend rum. So, und hast vorher Giulio Molinari gedroppt, der erst dich attackiert hat, also anscheinend gute Beine hatte am Anfang des Rennens. Gibt einem das dann Selbstvertrauen, dass du sagst, okay, ich bin ja noch irgendwie Erster und dann passt das schon? Oder wie gehst du dann mit mental dann um in so einer Situation? Klar, das gibt dann natürlich nochmal Motivation und das ist auch genau die Motivation, nach der ich im Rennen dann auch gesucht habe, weil wenn ich da jetzt mit den Beinen irgendwie am Platz 5, 6 gewesen wäre, dann hätte das Ganze auch noch eher nach hinten losgehen können. Springen wir ans Ende von der ersten Runde, das ist der Weg zum Wendepunkt, da geht es jetzt einmal rum in... Nick, dein Lieblingsort hier? Durchholzen. Ja. Und da haben wir extra den Helikopter aufsteigen lassen für Fred Funk hier, damit wir die Bilder in Durchholzen von oben haben. Ja, das ist zum Genießen. Und da sehen wir dann auch gleich, dass Fred da schon halt alleine war und Giulio Molinari hat Gesellschaft bekommen. Genau in diesem Punkt. In Form von Ruben Zipunke. Und der hier wieder voll reinlatscht, um die Kurve geht, also... Da wird wirklich keine Sekunde irgendwie gespart, um nach vorne zu fahren. Dann der italienische Barnaby und Nico Mann. Mein Lieblingsduo. Aber ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, worüber ihr gerade gesprochen habt. In einem Kommentar unter dem Siegerinterview stand nämlich, ich hätte gerne mal Frederik Funks schlechten Tag. Genau deswegen will ich da eigentlich auch nicht so sehr darauf eingehen, dass es jetzt vielleicht nicht meine besten Beine waren, weil wenn man, ja gut, ich darf noch nicht spoilern. Darfst du nicht spoilern, aber jetzt, wir haben alle drauf gewartet, oder nicht alle, vor allen Dingen du, Niklas. Ja, als Vorstandsvorsitzender vom ersten offiziellen Thomas Steger Fanclub, den wir letzte Woche gegründet haben, jetzt einer. Ach, endlich ist er da. Thomas Steger, der grüne Teufel, zirkelt das Rad um den Wendepunkt und dann habe ich gehört, bist du auch ein bisschen länger dabei geblieben gleich, ne? Ich bin auch bei ihm dabei geblieben, aber hier nochmal ganz interessant, Malte Plappert verliert seine Gelflasche und entscheidet sich sofort anhalten. Clever. Gel wieder reinmachen, erste Runde, macht Sinn auf der Strecke, oder? Clever, spreche ich aus Erfahrung. Ich wollte gerade fragen, ob du dir das abgucken willst. Deswegen habe ich es eigentlich reingeschnitten. Und da sind wir, Thomas Steger auf dem Weg auf Runde 2. Hier sieht man, hier geht es rechts in die Wechselzone nach der zweiten Runde und links einmal straight durch Weichsee und Thomas Steger ballert da ganz schön in Aero-Position durch die schmalen Gässchen. Hast du auch da mal auf den Tacho geguckt? Kommt gleich noch, was mir aber auch hier schon aufgefallen ist, es sind auch viele Age-Grupper unterwegs. Der ist hier nicht einmal in eine Basebar gegangen, um wen zu überholen, der fährt hier 30 cm neben irgendwem her und sagt uns immer, er hat Angst beim Radfahren. Das ist, also irgendwas passt da nicht. Tja. Also ich habe das Gefühl, es wird besser mit dem Radfahren bei ihm. Wir haben jetzt nochmal schnell hier den Durchlauf mit Fred Funk, das von Kamerakind Niklas Bock eingefangen. Dann dahinter, jetzt schon auf Platz 2, Ruben Zipunke, Giulio Molinari dahinter. Und man kann schon mal vorwegnehmen, Ruben ist noch bis nach ganz vorne zu dir gefahren. Und dann kommt jetzt hier hinten wieder der grüne Teufel. Und mit dem geht es jetzt auf Reisen. Und ich habe mal auf dem Tacho gefilmt, bergab nachher. Und er hat uns erzählt, bei 50 kriegt er immer Angst. Das können wir jetzt widerlegen. Kriegt er nicht. Er war deutlich schneller unterwegs und hat in Aero-Position den Kopf so weit runtergenommen gleich, dass er auf jeden Fall die Straße nicht mehr gesehen hat. Also das ist, vielleicht ist das auch gut, wenn er das selber sieht, vielleicht spielen wir ihm das nochmal vor, dass er bei 50 keine Angst haben muss, weil er hatte irgendwas um die 70, 75 drauf. Ich glaube, der guckt zu, der sieht das jetzt selber, weil der ist immer so gut informiert über alle Interviews mit allen Profis, der macht auch immer so Anspielungen, ich glaube, der sieht das jetzt selber, dass er Radfahren kann. Und dann müssen die anderen Angst haben. Ist das so, Freddy? Ja, da ist, glaube ich, die Aufnahme, die du meinst, ne? So Kopf runter und... Genau, Kopf runter. Ich hoffe, es hat jetzt eher hier den umgekehrten Effekt. Er sieht ja, dass er da jetzt auch 60 fährt und fährt die Passagen auch noch langsam. Also, da geht's Richtung 70 km/h und der Kopf wird immer runtergenommen. Schaust, super gute Aero-Position und ab 50 Angst zählt jetzt nicht mehr. Das lassen wir auf jeden Fall so nicht mehr gehen. Ich meine, der Thomas ist so ein sympathischer Typ. Ne? Man würde dem halt echt alles gönnen. Und du hast es ja auch schon gesagt,
das ist, glaube ich, auch einer, wo du, ich bin gerade dran stocken, weil das Bild gerade auf dem Bildschirm läuft, wo du gerade beschrieben hast, dass er den Kopf so runternimmt mit dem Visier auf die Hände und da dann keinen Morgen mehr sieht. Aber Thomas ist schon so einer der sympathischsten Athleten, die es so gibt aktuell, oder? Was meinst du? Mega, also ich find Thomas super sympathisch, super nett. Ich fand es auch einfach so geil beim Apfelland-Triathlon im Livestream, wo man einfach bei jedem Zielanlauf von den Top 30 Athleten gesehen hat, wie immer erstmal Thomas hingegangen ist und hier gratuliert hat. Ja, ich glaube, das ist dann auch echt so irgendwie ehrlich Lust darauf zu haben, ne? Und dann da noch abzuklatschen und so, ist cool, ist irgendwie echt ein Ding und ja, wir haben den Fanclub nicht umsonst gegründet, Nick. So ist es. Zwei Mitglieder sind wir bis jetzt. Mal schauen, wie voll wir sind. Willst du reinkommen? Ja, sehr gerne. Drei Mitglieder sind wir schon. Yes! Thomas, der Fanclub wächst. Er wächst und wächst. Hier haben wir jetzt nochmal so ein bisschen natürlich dieses Bergaufstieg. Haben wir eigentlich von Thomas schon Strava-Daten gefunden? Hat er schon was hochgeladen? Der wollte doch was hochladen. Ich guck mal hier parallel. Guck du mal parallel. Du hattest ja auch schon welche von Fried Funk raus. Vielleicht kannst du uns die mal vorlesen, dass wir wissen, was er da in Asphalt gebrannt hat. Oder du könntest es doch einfach sagen. Kann ich machen. Ja. Du weißt wahrscheinlich auswendig. Ich weiß es auswendig. Ja, komm, brauchst gar nicht schauen. Ich hab's parat. Ich kann dann, wenn du fertig bist, die von Ruben ergänzen. Die habe ich nämlich auch gefunden. Ja, ich hatte heute 311 Watt Average. Aber Average auf so einer Strecke ist ja eher nebensächlich. Und 339 Watt Normalized Power. Das ist schon weniger mächtig, als, ne? In St. Pölten. Tatsächlich weniger in St. Pölten, wie ich ja auch schon gesagt habe. Dann zählen die schlechten Beine doch. Also die schweren Beine. Ja, aber ich meine, am Ende, wenn wir auf die Zahlen von Strava und Ruben Zupunke blicken, der es gepostet hat, der ist 343 Watt durchschnittliche Leistung gefahren. Ist, glaube ich, insgesamt eine Minute schneller auf dem Rad gewesen heute als du. Genau, ja, eine Minute. Aber die Frage ist halt, wie aussagekräftig sind die Werte, weil Ruben hat uns nachher im Ziel gesagt, so richtig Zeit gut gemacht auf dich hat er eigentlich nur in den Abfahrten. Also auch dann in den Flachpassagen, wo ihr zusammen gefahren seid und so, hat er gesagt, musste er teilweise hinterher stiefeln mit um die 400 Watt, die bei ihm auf dem Tacho standen. Und das ist, glaube ich, schon so, dass ihr in der Leistung, wo er in die Pedale getreten wurde, eher auf einem Niveau unterwegs gewesen seid. Und da sind wir am Ende der Radstrecke plötzlich angekommen. Fred springt runter direkt mit Ruben Zupunke im Schlepptau. Und das war ganz interessant. Nico, du wolltest es auch erst nicht glauben, aber erzähl mal. Ja, die Kette war jetzt noch dran. Du hast mir erzählt, die Kette ist gerissen. Dann gucke ich das und denke, oh, da fällt sie runter. Und da habe ich gesagt, ja, aber die hängt nur ganz normal dran. Die ist ja nicht gerissen. Aber komischerweise passiert jetzt nochmal gleich irgendwas. Und zwar jetzt. Und jetzt hängt sie da wie so eine Schlange hinten dran. Und die Kette ist tatsächlich gerissen. Also Ruben hat heute 8000 Watt wirklich auf die Kette gebracht. Und zum Glück hat sie bis zum Abstieg gehalten. Ja, ich meine, das war echt eine Punktlandung. Also das war gut getimt von Ruben und auch hier wieder ganz nah dran mit durch die Wechselzone gestürmt. Und ich meine, die Wechselzone war schon teilweise richtig lang. Ich habe richtig gelitten. Aber richtig cool mit diesem Holzaufbau. Also man konnte da wirklich gut auch laufen und das Rad schieben. Das Rad ist nicht durch die Gegend gesprungen oder sonst irgendwas. Das hat echt gut funktioniert. Und jetzt sehen wir es hier. Ruben haut das Rad rein und dann geht's zusammen auf die Laufstrecke. Was war da deine Überlegung? Hast du gedacht, sofort hart anlaufen und Ruben droppen? Oder was war der Plan? Ich habe erstmal in erster Linie an mich selber gedacht, da ich jetzt nicht so frisch auf die Laufstrecke gegangen bin. Dementsprechend war es dann erstmal zäh und ich musste selber erstmal meinen Rhythmus finden. Wir haben da gleich noch ganz schöne Bilder dazu, aber erstmal das Leaderboard Zwischenstand nach dem Radfahren. Freddy Funk führt eigentlich Schulter an Schulter mit Ruben Zupunke, dann Giulio Molinari 3 Minuten 34 Rückstand, Thomas Steger 6 Minuten 53, fast 7 Minuten, dann Nico Mann, Gregory Barnaby, Bart Anu mit 8 Minuten 20 Rückstand, Luca Herd, Lukas Kutscher auf 9 und Malte Plappert auf Platz 10. Fast 7 Minuten Vorsprung auf Thomas Steger, da müssen wir gleich noch drüber reden. Aber erstmal, Nick, springen wir noch mal kurz ins Rennen der Frauen und gucken uns da den Schluss vom Radfahren an. So ist es, bevor wir mit den Jungs auf die Laufstrecke gehen. Jetzt hätte ich schon fast was vorweggenommen hier. Das soll natürlich nicht passieren. Und wir springen wieder zu Nicola Spirig, die immer noch anführt und zwar ganz, ganz, ganz souverän sich hier wieder durch das Feld der Altersklassenathleten pflügt und auch da eigentlich keiner eine Chance hat mitzufahren. Man hat immer mal so ein bisschen ein paar Athleten bergab gesehen, die sie wieder überholt haben, aber sobald es wieder gerade ging oder berghoch, hat sie die zurück überholt. Das war dann auch so ein bisschen unnötig. Das habe ich mich wirklich gefragt bei den Mädels. Ich glaube, das nervt tierisch. Das kann sein. Ich glaube, das ist natürlich für die immer nervig, dass sie sich da so durchwühlen müssen. Ich habe aber
mal, um da gleich später vielleicht nochmal drauf einzugehen, mich mal im Dorf umgehört, ne? Was die Leute so sagen dazu, dass Nikola Spirik halt auf dem Rennrad irgendwie gefühlt die Einzige ist, die da so durch die Gegend fährt und allen auf der Nase rumtanzt damit. Das konnte keiner glauben. So jeder gesagt, das kann doch nicht sein, wie macht die das und sowas. Dann wurde halt wild spekuliert, ist denn das das richtige Rad für die Strecke oder nicht, wie kann das sein und so. Und irgendwie, es kann keiner so richtig erklären. Ich glaube, selbst wenn wir Nikola fragen würden, die hätte dann irgendwie eine ganz diplomatische, schweizerische Antwort darauf, warum das hier so gut funktioniert. Aber ich meine, unter diese Sitzposition kannst du auch 1:1 ein Zeitfahrrad setzen. Ne? Das ist und halt das wäre nochmal so schneller. Wahrscheinlich wäre es auch nochmal schneller. Das ist ganz schön beängstigend. Ich meine, die fährt auch mit dem Straßenhelm. Ne? Das ist halt irgendwie, nochmal, es ist alles gegen das, was man sich so vorstellt. Dagegen wieder die Aero-Position von Sara Perez. Salah, das ist jetzt wieder auf dem Weg hoch nach, na, wohin? Nach, Weichsee. Durch Holzen. Nein. Soweit sind wir noch nicht ganz. Es geht noch erstmal nach Weichsee, dann rechts raus auf die zweite Runde. Und da sehen wir jetzt gleich auch noch in der Verfolgerinnen Perspektive auf der rechten Seite Anne Haug, die dann immer noch auf dem dritten Platz liegt. Die sich aber rangekämpft hat. Genau, wie ich eben schon gesagt habe, immer weiter an Sara Perez Salah rangekämpft hat und auch dann jetzt gleich im weiteren Verlauf den Anschluss herstellen sollte. Und die zwei werden dann zusammen den Rest der Radstrecke bestreiten. So viel sei schon mal vorweggenommen. Und ja, Nikola, wie immer, vorne zieht sie ihre einsamen Kreise. Leider haben wir keine von den vierten, fünften, sechsten Frauen, weil ich alleine auf dem Motorrad unterwegs war und die Abstände bei den Frauen dann zu dem Zeitpunkt so groß waren, dass ich da nicht mehr warten könnte, sonst hätte ich gar nicht mehr vorspringen können zu den anderen beiden. Und ich wollte unbedingt dieses Auffahrmanöver von Anne auf Sara Perez Salah filmen, wo wir jetzt, glaube ich, gleich hinkommen müssten. Da springen wir jetzt jeden Moment hin und dann ist es auch nochmal der Moment gekommen, über genau dieses nervige Thema zu sprechen mit den Age-Groupern. Das kann ja keiner was dafür. Ne? Die Strecke, sieht man hier, ist halt super eng, die ist dann auch super voll in Runde 2. Das war geil in St. Pölten, 91 Kilometer Runde, Problem gelöst. Da passiert das nicht. Hier gibt es halt dann diese Engstellen und gerade auf diesen Passagen durch die Felder ist es halt problematisch. Hast du im Rennen irgendwas gehabt, wo du gedacht hast, boah, das war aber richtig tricky und schwierig oder war alles easy? Ja, in der zweiten Runde war es dann schon teilweise ein bisschen tricky, aber muss halt ein bisschen sich mehr konzentrieren, aufpassen, halt ein bisschen langsamer die Abfahrten runterfahren, aber ich glaube, das ist dann für alle gleich und da verlieren wir dann auch jetzt nicht unbedingt sehr viel Zeit. Pünktlich am Ortseingang Weichsee, jetzt sind wir da, in Weichsee drin und dann nämlich auch bald in Durchholzen am Wendepunkt. Dann sind wir endlich da in Durchholzen. Hat Anne aufgeschlossen und Sara Perez Salah überholt und ist auf dem zweiten Platz vorgefahren. Das war echt irgendwie eine Punktlandung. Kurz vor Wechselzone 2 und natürlich ist Sara Perez Salah dann auf den letzten, keine Ahnung, lass es 4-5 Kilometern gewesen sein, auch dran geblieben und hat sich dann auch nicht mehr so richtig abschütteln lassen. Nee, genau. Es ging noch einmal jetzt hier hoch nach Durchholzen. Das ist so ein leichter Anstieg, auch schön in ihre Position alles wegzudrücken. Und ja, dann geht es dann einfach von da aus wieder runter in die Wechselzone, rein nach Weißsee, rechts ab, wo wir es eben schon mal gesehen haben. Und dann sind wir in der Wechselzone mit Nikola Spirich, die so, wie du gesagt hast, fast den Abstieg verpasst hat. Das war so ein Doppelschritt. Das war eine akrobatische Meisterleitung. Da hat sie auch nochmal so ein Huiuiui rausgelassen. Ich glaube, die hat diese Dismount-Line nicht so richtig kommen sehen. Auf jeden Fall ist sie da wirklich, ich glaube, das ist die Kurzdistanz-Erfahrung gewesen, akrobatisch vom Rad gesprungen. Hier in meinem Rücken stand jetzt eine Support Person von Nikola, die sich da unterhalten haben und sie hat mit Informationen mitgeteilt bekommen und dann war irgendwie ein Austausch auf Schweizerdeutsch, den ich nicht verstanden habe. Ich wollte gerade sagen, also hast du nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden, aber es war auf jeden Fall so, dass sie sehr daran interessiert war, wo auch die anderen Athletinnen sind und dann ging das da aber alles klar auf Fall. Sie hatte die Informationen, die sie brauchte und dann ging das da aus der Wechselzone in einem Affenzahn. Wirklich, das war krass. Also ich muss ja sagen, Nikola Spirik ist aus der Wechselzone schneller rausgelaufen als ihr beide. Ja, das glaube ich. Jetzt sehen wir hier noch schnell, Sara Perez Salah steigt auf die Radschuhe, das heißt, die Wechselzone ist nah und dann springen wir auch ins Leaderboard der Frauen. Bocky, nenn uns doch mal die Top 10 der Frauen. Sobald wir sie haben, greife ich das auf. Ich war einen Moment zu früh. Ja, das Timing, wir müssen am Timing arbeiten. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Ach, jetzt. Wir werden ja von Mal zu Mal besser. Und los.
Nicolas Bierig auf 1 mit 6 Minuten 29 Vorsprung auf Anna Haug. Was ein Brett. Sarah Perez-Salah auf Platz 3, dann Marta Bernardi auf Platz 4 mit dann schon 9 Minuten Rückstand, gemeinsam mit Lena Berlinger, Anne Reischmann, das war so ein kleines Grüppchen, und Gabriela Zelinka auf Platz 7 auch mehr oder weniger noch dabei. Laura Jansen auf Platz 8 aus Deutschland mit 12 Minuten Rückstand. Georgia Priarone auf Platz 9 und Dide Diederichs mit 12 Minuten 41 auf Platz 10. Auch ein geiler Name. Dide Diederichs? Ja. Ich bin mir relativ sicher, so sicher wie ich mir eben sein kann. Also gefährliches Halbwissen? Dass sie aus den Niederlanden kommt. Ja, hast ist du so? Recht. Ja. Hast du recht. Guck. Aber trotzdem höre ich nicht auf mit meinem Großbritannischen Italiener, aber jetzt hier. Lassen wir das und mit wir dem lokalen Matador rennen wir aus der Wechselzone. Ruben hat ein bisschen schneller gewechselt als du. Ja, so zwei, drei Sekündchen. Das hast du aber schnell wieder zugemacht und gehst auch direkt vorbei. Und Pocky hatte da eben ein paar Insights schon vorher. Oder nicht ein paar Insights, sondern du hast was gedacht auf dem Rad, als du Fred gefilmt hast. Jetzt muss ich mir Sprung helfen. Was habe ich da gesagt? Du hast gedacht, ey, Der verholzt dich, der rennt viel zu schnell raus. Das habe ich tatsächlich beim Loslaufen dann gedacht, als wir dann irgendwie Kilometer 1 und 2 passiert haben, dachte ich mir, der Junge richtet sich hier gerade vollkommen hin, weil der läuft da erstmal im Rubens Punke weg und die beiden waren schon richtig schnell. An der Stelle übrigens ein freundliches Danke an Wenke Kujala, die dafür gesorgt hat, dass wir diese Bilder hier haben können, weil unser Fahrrad, das wir organisiert hatten, hatte einen Platten. Und, du hast meine Karre platt gefahren. Genau. Und Wenke hat dann ausgeholfen und dafür gesorgt, dass wir hier dann ganz nah rankommen. Und ja, du reißt erstmal eine Lücke und dann dachte ich mir, ja, okay, mal gucken, was Ruben dann macht. Und dann habe ich, wie das halt so ist unter Sportsmännern, Ruben gesagt, Junge, reiß dich zusammen, lauf da ran. Und hat er dann auch gemacht, hat noch ein bisschen gedauert. Da kam dann nachher so ein kleiner Hügel. Und hast du mal auf die Pace geguckt? Was hat er da geballert? Ich habe gar nicht auf die Pace geschaut erstmal, weil meine Uhr, glaube ich, es auch ein bisschen falsch angezeigt hat. Da stand irgendwas mit einer 4 vorne. Vielleicht bin ich deshalb. Ja, das ist gelogen. Ich finde, das sieht aus wie so ein Viererschnitt. Also so ein locker Morning Jog. Das sah bei beiden richtig, richtig zügig aus. Und weil das eben so zügig aussah, dachte ich mir auch so, oh, der übernimmt sich doch hier. Bei wie viel Prozent von deiner Leistungsfähigkeit bist du da gelaufen? Ich habe gesagt, das ist doch too much, das schafft er doch nicht. Also heute war ich im ganzen Rennen auf 101. Geil. Das ist doch richtig geil. Zum Vergleich, in St. Pölten waren es 95. Da hattest du halt einfach Überbeine. Ja, da hatte ich den Übertag, den man sehr, sehr selten hat. War das jetzt hier dein Plan zu sagen, okay, ich weiß, ich bin mit Ruhm unterwegs und ich setze den jetzt direkt mal unter Druck? Oder hast du gesagt, ja, ich weiß ja immer noch, dass der grüne Teufel von hinten lauert, du wusstest ja hier auch noch gar nicht, wie groß der Vorsprung ist und sowas? Oder was denkst du da? Also, ne, ich kann es mir nicht links, vorstellen. Links, rechts, links, rechts, links. Einatmen, ausatmen. Da, also jetzt wirklich am Anfang habe ich wirklich noch gar nicht an die anderen gedacht, also weder an Ruhm noch an den grünen Teufel, sondern wirklich erstmal meinen eigenen Schritt zu finden. Genau, ich wusste den Vorsprung noch nicht auf Thomas Steger und habe dann wirklich erstmal gesaffert. Also er hat echt keine guten Beine, vor allem nicht am Anfang der Laufstrecke. Ja, wir sind hier nicht mal bei Kilometer 2 und man sieht es dir ins Gesicht geschrieben. Das ist richtig Acker, ne? Du pustest die Backen da auf und da im Bild sehen wir auch, von hinten kommt Ruben jetzt da an diesem kleinen Anstieg wieder ran und klemmt sich dann auch erstmal an deine Fersen. Und dann dachte ich mir, okay, mal gucken, was als nächstes passiert. Ich liebe so Bilder, ne? Wenn einer wegläuft, dann kommt er wieder ran und du hast so ein richtiges Battle. Leider ist es dann, ich glaube, bei Kilometer 3 oder 4 wieder so ein bisschen langsam auseinandergezogen. Ich hätte das gern so 15 Kilometer lang gesehen und dann erst eine Entscheidung. Also das ist, diese Bilder, dafür liebe ich einfach Triathlon. Wie war das, wo war das in St. George, wo 4 Leute oder 5 Leute gleichzeitig rausgelaufen sind? Und für mich ist das schön, man sieht immer häufiger solche Bilder und immer mehr von der jungen Generation, die jetzt nachkommt, so um Fred Funk, so ein Nico Mann, was hatten wir gesagt, 2000er Jahrgang? Ja, der hat auch noch ein paar Jahre. Wahnsinn. Geil. Und obwohl es so schön ist, bin ich da auch mal echt lange drauf geblieben und dabei mitgefahren. Jetzt geht's hier rechts über die Holzbrücke in die Verpflegung rein und du hast uns schon verraten, da hast du schon gesagt, das wären bestimmt geile Bilder. Das habe ich tatsächlich im Rennen, habe ich gesehen, du fährst da links, jetzt, wie man hier sieht, vorbei.
und habe dich dann aus dem Augenwinkel gesehen und da habe ich gedacht, oh ja, geil, von der Seite schaut es immer gut aus. Jetzt alles rüberkippen, mal gucken, was da ist. Also ich meine, was könnte... Auch bei Ruben, können wir da, also das sieht richtig, richtig gut aus, wie ihr beide lauft. Ja, super stark. Ne? Ich meine, bei Ruben sah das vor 2 Jahren auch noch mehr nach Schleppschritt aus. Der hat die Fersen nicht so richtig hoch bekommen und da ist jetzt auch einfach mehr Zug auf der Kette. Und ich meine, Fred, den Aufsicht von dir kennen wir, dass das irgendwie so super dynamisch aussieht, eine hohe Frequenz irgendwie. Jetzt, du bist jetzt auch keiner, der so die mordslangen Beine hat. Du musst über die Frequenz kommen. Und das ist jetzt auch der Moment, wo du dann den Ruben wieder abschüttelst. Ja, ich war erstmal überrascht, als Ruben wieder rangekommen ist. Ich meine, ich glaube, vor 2 Jahren hätte er noch nicht da mitlaufen können, die ersten 3 Kilometer, also schon mal weitergekommen. Der hat nachher erzählt, dass ihr da mit 3:10 bis 3 Minuten 15 auf dem Kilometer unterwegs gewesen seid und das ist halt irgendwie eine Pace. Gut, die können manche Leute auf der Kurzdistanz nicht laufen, ne? Ich habe noch eine Frage. Man sieht jetzt immer nur, du nimmst dir nur einen Schluck Wasser. Nimmst du beim Laufen noch irgendwas an Gels oder wie viel pflegst du dich da, dass du die Energie reinkriegst oder hast du da jetzt wirklich nur noch irgendwie Wasser zugeführt? Ja, ich habe 3 Gels dabei und die nehme ich dann so, es waren auch 4 Laufrunden, das heißt, ich habe nach jeder Laufrunde ein Gel genommen und dann nehme ich auch auf der zweiten Hälfte, kommt auch noch Cola hinzu bei den Verpflegungsstationen. Du gehst auf Runde 2, da kommt Ruben angeschossen, der auch immer noch super stabil und super kontrolliert läuft. Ne? Also klar, der hat jetzt vielleicht nicht vorne mithalten können so ganz, aber das sah bei Ruben bis Kilometer 12, 13 immer noch so aus, als würde der genau den gleichen Zug auf der Kette halten, den er so bräuchte. Und dann kommt auch schon der grüne Teufel. Der hat schon wieder zur Aufholjagd geblasen und bei ihm ist mir aufgefallen, können wir gleich sicherlich auch nochmal genau reingucken, der läuft ohne Uhr am Handgelenk. Der braucht auch nicht, der läuft immer 1:08. Der läuft, ey, der läuft einfach los, der läuft einfach immer 1:08. Und hier noch ganz interessant, Bart Arnault, das ganze Rennen nicht zu sehen, wie immer eigentlich. Der schwimmt einfach nicht so gut, sagt man, glaube ich. Fährt richtig gut Fahrrad und läuft noch besser. Der schwimmt nicht so gut, heißt, der richtig schwimmt kacke. Auf einer Mitteldistanz 4 Minuten langsamer als die Spitze. Das ist halt schon, naja, anderes Niveau. Nico Mann geht auch auf die nächste Runde und dann sehen wir Nicolas Bierig in einer eigenen Welt. Also da war heute wirklich keine andere Athletin auf dem Niveau unterwegs. Und das sagt man in einem Rennen, wo auch eine Anna Haug auf Platz 2 hinterher stürmt. Da sehen wir es. Das ist stürmend. Das ist auch immer, also das sieht wirklich Wahnsinn. Eigentlich immer aus wie ein Vollsprint, finde ich. Und es sieht einfach auch elegant aus, ne? So diese kontrollierte Bewegung. Auf Platz 3 noch Sara Perez Salah und auf Platz 4 aktuell müsste jetzt gleich zu sehen sein Lena Berlinger, genau. Und das war dann auch nachher im weiteren Verlauf nochmal irgendwie viel Dynamik bei den Plätzen. Da war dann Lena Berlinger, da war dann Marta Bernardi, da war dann auch Anne Reischmann mit dabei, die einen richtig starken Lauf hingelegt hat. Die kommt vom Laufen, ne? Das ist ihre Stärke und die hat sich dann, glaube ich, die anderen so ein bisschen zurechtgelegt, während halt vorne Nicolas Bierig einfach einsam ihre Kreise zieht und ich weiß, was sollen wir großartig noch dazu sagen zu dem Rennen von Nicolas Bierig? Frederik, fällt dir irgendwas ein? Ja, also es ist brutal, vor allem wenn man bedenkt, was sie diese Woche wahrscheinlich noch trainiert hat und jetzt ist ja auch direkt nach dem Rennen, muss sie ja wieder zurück ins Hohentrainingslager nach St. Moritz, weil sie wahrscheinlich bestimmt am Nachmittag gleich die nächste Trainingseinheit auf dem Plan hatte. Hatte noch 7 Kilometer Schwimmen drauf oder so. Ja, das ist tatsächlich schwer beeindruckend. Springen wir von Nicola nochmal rüber zu Platz 2. Anne Haug, und wir sehen es gleich da am rechten Bildrand, die ist nicht alleine unterwegs. Da hat sich jemand an die Fersen gehängt, quasi Schulter an Schulter mit Anne Haug. Und da muss ich einfach mal sagen, ich finde das nicht geil. Wenn Anne Haug da beim Laufen unterwegs ist und da ist dann vielleicht ein überholter Profimann oder ein langsamer Profimann unterwegs oder ein überrundeter L-Schuper oder was auch immer, dann habe ich doch als Athlet ein bisschen Anstand und lass Anne Haug da einfach laufen. Das wäre jetzt so irgendwie meine Herangehensweise, auch wenn ich so schnell laufen kann wie die oder wenn ich schneller laufen kann. Ich muss doch nicht Schulter an Schulter mit Anne Haug laufen. Man sieht es aber immer wieder, ne? In St. Pölten haben wir es auch gesehen und das ist ja auch so, dass die Athleten, also man wird ja, wie ist es für dich? Ich meine, bei dir kann jetzt keiner großartig mitlaufen wahrscheinlich da vorne, aber das, auch wenn man läuft ja lieber alleine seinen Rhythmus einfach, wenn man eh fertig ist im Rennen, wenn da einer mitläuft, das nervt doch, oder? Ja, ich finde auch, also wenn es jetzt nicht gerade ein direkter Gegner ist, klar, dann ist es ein Battle. Dann ist es ein Battle, klar. Aber wenn man dann irgendwie so ein
so ein Schnaufen an seiner Schulter hat, dann ist, was da eigentlich nicht hingehört, wenn man so sagt, dann ist es klar, das kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr nervig ist. Also appellieren wir jetzt daran, das zu lassen. Ein bisschen mehr Respekt vor den Leistungsstärkeren in dem Fall finde ich cool. Aber Sara Perez-Sala läuft ganz stark auf Platz 3 und wir haben gerade, Anne, gesehen, diese schöne Aufnahme von der Seite, die Kulisse beim Lauf ist einfach gigantisch. Wir haben es gestern, als wir auf der Strecke unterwegs waren, zum Streckencheck noch gesagt, selbst wenn ich hier einen schlechten Tag erwische und irgendwie nicht mehr kann, dann laufe ich halt langsam und genieße einfach mal ein bisschen. Das ist der Moment hier von der Gruppe. Marta Bernardi, Lena Berlinger und Anne Reischmann. So genau. Ein richtiges Dreierlaufduell, aber mit Respektsabstand. Ja, und das hat sich dann irgendwie auch so zusammengestaut und wieder auseinandergezogen. Ich glaube, das war für die drei auch so ein richtiges Battle, wie wir es gerade beschrieben haben. Dann ist es cool, dann macht es Spaß. Und das war ja auch bei allen, die konnten sich halt auch battlen. Ne? Die sind halt auch irgendwie alle nicht weit auseinander dann später ins Ziel gekommen. Haben alle super starke Rennen gemacht. Und das war für die jetzt dann... Nick, wo sind wir hier beim Frauenrennen? Kilometer 12,9 müsste die dritte Runde gewesen sein eigentlich. Zweite oder dritte Runde? Du weißt es besser, du warst da auf dem Rad mit dabei. Ja, ich weiß ja immer nicht, in welcher Runde du das hier zusammenschneidest. Von daher dachte ich mir, du kannst mir sagen, wo wir sind. Aber gucken wir uns Anne Reischmann beim Laufen an. Wir haben es gesagt, die kommen vom Laufen, das sieht man hier auch. Ne? Also irgendwie, das ist ein gelernter Bewegungsablauf, irgendwie lockere Arme, lockerer Oberkörper. Schön dieses Läuferdreieck, wie es im Bilderbuch, ne, wie es im Lehrbuch steht. Lehrbuch. Wie es im Lehrbuch steht. Aber bestimmt auch im Bilderbuch. Lauf-Bilderbuch. Lauf-Lehr-Bilderbuch. Sonst machen wir mal eins. Ja, du in der Hauptrolle. Ich auf gar keinen Fall. Jetzt gehen wir hier in die letzte Laufrunde. Das ist jetzt das Ende der Runde 3. Und Fred schaut nochmal auf die Uhr. Warst du dir sicher? Ich habe eigentlich bis zur letzten Laufrunde nie den Vorsprung auf den grünen Teufel mitbekommen. Deswegen war ich mir absolut nicht sicher. Hier müssen wir schnell unterbrechen. Jetzt sehen wir den grünen Teufel schon auf 2 und das hatte auch einen Grund. Und zwar Ruben, der da hinten jetzt aus dem Zelt rausläuft, musste in die Zeitstrafe. Hören wir mal kurz. Warum? Ich stand ja direkt da, habe gefragt, Ruben, was ist los? Ja, Reißverschluss zu weit auf. Das ist der Grund. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeitstrafe es dafür gibt. Wie viele Sekunden waren das? Nicht viele, ne? 30 Sekunden. Mir ist es allerdings, er hatte eigentlich seinen Reißverschluss immer nur, er macht ja mir auch nochmal das Zeichen. Da sehen wir es auch. Das wäre dann auch wahrscheinlich zu weit. Also hier sehen wir aber auch Giulio Molinari im Schlepptau. Nicolas Bierig und nicht im Schlepptau, sondern Nicolas Bierig ist dann, glaube ich, vorbeigelaufen wenige Zeit später. Vielleicht. Das ist einfach unverschämt frech. Viel zu schnell. Dann... Der Brite. Aus Italien, Barnaby, Gregory Barnaby und dahinter schon Bart Arnault. Der kommt immer näher, arbeitet sich Stück für Stück nach vorne und sammelt Plätzchen ein. Der belgische Bolzer. Das ist echt krass, ne? Der nächste Spitzname. Der belgische Bolzer, genau. Und Nicolas durch, auf Platz 2, immer noch Anne. Der Vorsprung ist kleiner geworden, aber nicht so, dass es irgendwie für Nicola gefährlich werden würde. Das heißt, können wir vorwegnehmen, glaube ich, jeder weiß es mittlerweile, so wie wir gesprochen haben. Die gewinnt hier und jetzt. Das ist doch zum Genießen. Ey, Freddy, Genießen. Kommentier du doch mal deinen eigenen Zielanlauf. Bitte, was hast du da gedacht? Was hast du da gemacht? Was ich da gemacht habe? Also, viel falsch habe ich gemacht, beziehungsweise ich war irgendwie nicht mehr ganz bei mir hier. Also hier sieht man, wie hart das Rennen tatsächlich war, wie hart ich gehen musste. Und ja, und aber mega erleichtert und sehr zufriedenes Gesicht. Endlich das Heimrennen gewonnen. Ja, und noch der Europameistertitel obendrauf. Machst du nächstes Jahr ein Sternchen auf dem Einteiler? Du hättest es dir verdient gehabt, nach so einem Rennen, das war schon schwer beeindruckend heute zu sehen. Wir können es auch einfach als Überraschung lassen und dann machen wir nächstes Mal Einteiler-Check mit Fred Funk in der Show. Und, ob da einer drauf ist. Und um nochmal darauf zurückgekommen, also es war kein schlechter Tag, ich habe das Rennen gewonnen, also war es ein guter Tag. Ganz offensichtlich war das ein guter Tag, auch so, wenn man sich so abschießen kann und damit das Rennen gewinnt, dann muss das ein sehr guter Tag gewesen sein. Und ich glaube, wer auch einen guten Tag erwischt hat, ist Thomas Steger auf Platz 2, dessen Zielanlauf wir jetzt gleich jeden Moment sehen werden. Und wirklich, wie ein Uhrwerk, ist er wieder eine 1:08 gelaufen auf dem Halbmarathon. Das ist einfach Wahnsinn. Hier noch gleich, wenn er ins Ziel kommt, der klatscht schon mal kurz, der sieht immer fit aus noch, als wäre er noch irgendwie was im Tank gewesen. Das ist so, jo, zack, ich bin da. Und jetzt eigentlich das Geilste, das hört man jetzt vielleicht nicht so gut, der guckt sich kurz um.
Wo ist er? Hat er gerufen. Und hat Fred gesucht. Und weil er ihm unbedingt gratulieren wollte. Und jetzt hier, ich habe es leider nicht ganz drauf. Sprintfinish, Bart Anno und Ruben Zipunke. Und Ruben wurde leider abgesprungen. Definitiv der bitterste Moment des heutigen Tages. Definitiv. Ich glaube, Ruben hätte man den dritten Platz heute einfach richtig gegönnt, oder? Fred, was hast du? Auf jeden Fall. Also war echt ein starkes Comeback-Rennen von ihm. Hat auf dem Rad wieder seine alte Stärke gezeigt und auch fand ich eigentlich für seine Verhältnisse auch echt stabil gelaufen. Ja, also ich glaube, so bis zu 10 wird er selber oder 10, 15 wird er selber zufrieden sein, auch mit dem Lauf. Und ja, ist natürlich bitter, wenn man überlegt, eine Zeitstrafe wegen einem Einteiler, der ein bisschen zu weit auf ist. Naja, das schade. Ist, nächstes Rennen macht das besser. Das ist bitter. Er hat im Interview danach selber gesagt, ja, Ruben Zipunke ist zurück. Das hat er gesagt, das ist so. Und das freut uns als Triathlon-Fans und irgendwie entfernte Buddies ja auch alles ein bisschen. Hat er auch. Und der Typ ist auch im Sack. Das liebt man doch. Schauen wir auf die Top 10. Bocki. Gewonnen hat Frederik Funk in einer sagenhaften Zeit von 3:36:56 mit leicht verkürzter Radstrecke, aber wir haben schon hochgerechnet, das hätte auch zum neuen Streckenrekord heute gereicht, wenn man 5 Minuten aufschlägt. Dann auf Platz 2 Thomas Steger, der grüne Teufel mit 1:55 Rückstand nur noch. Dann Bart Enno auf Platz 3, Ruben Zipunke auf 4, Gregory Barnaby auf 5, Giulio Molinari auf 6, Lukas Kotscher auf 7, Julian Erhard, bärenstarkes Rennen auf 9, auf 8, Nico Mann auf 9. Auch ein starkes Rennen. Super stark. Alexei Kalistratov auf 10 mit 10 Minuten Rückstand. Kann man nur zufrieden sein. Also ich bin zufrieden, ja. Und auch mit der Top 10 bin ich zufrieden. Also und Glückwunsch an die Jungs. Dann springen wir gleich ins Frauenrennen. Und wer da wohl gewonnen hat, Bocki? Ich bin schon ganz gespannt. Bist ich kann es kaum aushalten. Ich zitter schon. Ja, also hat die alles noch... Oh. Ah, knapp. Das Nikola Spierig natürlich, nein, soll natürlich kein Spaß sein oder die Leistung schmälern, aber das war heute beeindruckend, genauso wie auch schon auf Gran Canaria. Und wie wir es vorher gesagt haben, nochmal kommt ihr uns mit so einem Trainingsrennen-Aussage nicht mehr davon. Nee, also den Trick haben wir jetzt durchschaut. Unglaublich stark, auch unglaublich stark von Anne Haug, das Ding bis zum Ende so durchzufighten. Und man hat ihr dann im Ziel auch diese Enttäuschung angesehen. Man sieht es da, ne? Das ist irgendwie kein Jubel über Platz 2, sondern da steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Die hat sich richtig was vorgenommen. Die wollte das Ding einfach gewinnen. Wie sie auch gesagt hat im Interview vorher, Nicola hat schon so viele EM-Titel, ich noch keinen und ich will unbedingt einen EM-Titel. Und das war auch ihr wirklich anzumerken im Interview nachher und auch, ja, die war einfach traurig und enttäuscht. Ja, also muss man... Platz 2, der eigentlich ja geil ist. Marta Bernardi auf 3, noch davor gelaufen, Sara Perez-Sala hat es nicht geschafft, den Platz zu halten. Die Italienerin stürmt nach vorne beim abschließenden Lauf, wird Dritte. Und es gab ja noch eine Überraschung, nicht nur Platz 3 hat sie nicht enthalten, Anne Reischmann vom HEP Sports Team ist noch auf Platz 4 gelaufen, aber zu den Ergebnissen. Bock. Sehen wir hier beim Leaderboard, Nicola Spierig gewinnt, Anne Haug wird Zweite, Marta Bernardi Dritte, Anne Reischmann auf Platz 4, bärenstark gelaufen, Sara Perez-Sala Fünfte, Giorgia Priarone Sechste, Lena Berlinger starke Siebte, Laura Jansen Achte, Diederix aus den Niederlanden, Nix Lieblingsname auf 9 und Simone Kumhofer vom Omnibiotic Power Team auf Platz 10. Ich habe eine Frage, sind wir schon am Ende oder kommt da jetzt noch was? Wir sind am Ende. Tja. Das war's. Das war's. War die Challenge Kaiserwinkel-Walchsee mit der EM und mit einem würdigen Europameister, Fred Funk. Wir sagen Tschüss. Willst du noch was sagen? Ja, danke Jungs an euch für das Content dieses Wochenende und dass ihr wieder dabei wart. Also ihr wertet so Rennen dann wirklich immer sehr, sehr auf. Du bist der beste Praktikant der Welt. Tschö. Wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.